Können wir das markieren als Ziel? Nein. Was ist jetzt? Da hinten irgendwo. Ah, guck mal. Hier kann ich mal hochgehen. Aha! Geht doch. Komme ich endlich mal hier ein Stückchen weiter in meinem Tun hier. Ich habe das vorher nicht gesehen. Na gut, ich bin ja auch nicht reingegangen, ne? Aber auch diese gelben Pedöpel, die müssen wir doch auch eigentlich von draußen schon relativ gut sehen. Und ich sehe sie einfach nicht. So. Sonnenkante. Aha, geht doch, geht doch. Okay. Ich habe ein Panorama gefunden. Mhm. Ich muss die Nachrichten noch zusammensetzen. Dann finde mal hier das Zeug. Wo auch immer das jetzt ist. So, jetzt kann ich. Das hier war tatsächlich... Jetzt verstehe ich diese Panoramablicke. Das sind quasi halt tatsächlich Echtzeitaufnahmen, ne? Von diesem Blick, wo du halt gerade halt einen Blick hinrichtest, wie das mal so ausgesehen hat. Ne, jetzt siehst du halt da die ruinenhaften Gebäude. Das ist mir hinten bei der Schule und sowas nicht so ganz aufgefallen. Okay. Okay. Gut. Klappen wir Ditte. Dann wollen wir mal so langsam zum nächsten Tassengedöns. Ja, weil es so schön ist. Hui! So. Tassengedöns ist irgendwo da hinten. Ist ja doch nicht so weit entfernt, ne? Es geht eigentlich. Dann können wir dann die ganzen anderen Nebenquests noch abhandeln, die wir da jetzt noch laufen haben. Bevor wir uns dann irgendwie mit einer der beiden Hauptquests halt weiter beschäftigen. Ne? Oh, Kacke. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken? Wo sind das denn? Graser. Na gut. Graser sind ja nicht so wild. Eigentlich ist halt ein Sägezahn. Okay. Machen wir den hier. Zünd das an. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Ui, Boom Baby. Okay. Warte. Haben wir hier mal sofort? Tag. Ich bin's. Du interessierst dich gar nicht für mich? Wollen wir doch mal ändern. Ja. Und? Hey, nicht darüber springen. Hui. Oh, bist du hingefallen. Das tut mir aber leid. Kacke. Doppelkacke. Aber ich habe keinen Schaden gekriegt. So, und nochmal. Manchmal seid ihr aber auch anstrengend mit dem Ausweichen und alles. Ist es denn mal?
Okay. So, hier habe ich doch was gesehen, genau. Das hatten wir noch nicht, oder? Verfassungszusatz und das Virtuelle. Doch, das hatten wir. Oh, dachte ich, hätte hier was Tolles gefunden. Nö. Einfach nur nö. Na gut, dann halt nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt auch wieder Heilung gebrauchen. Nein, das war falsch. Kehrt. Ja. Toll. Gut, Mammut. Das wäre geschafft. Okay. Ein paar Pfeile vielleicht mal herstellen. Immer so viel Materialien, das ist schön. Achso. Wir sind quasi schon mehr oder weniger da. Die Frage ist halt nur wieder, wo ist jetzt hier mein Dingens? Wo ist mein altes Gefäß? Okay, Aloy. Und jetzt? Jetzt sammeln sie erstmal ein. Ja, genau. Oh, nochmal. Sehr schön. Okay. So, machen wir mal ganz kurz hier die Herstellung von diversen Beuteln. Haben wir schon wieder ein bisschen was. So. Und hier nochmal. So, dann bräuchten wir noch eine Fuchshaut. Hier bräuchten wir Waschbärhaut. Truthahnhaut, also sehr viel Häute. Schweinsknochen, ja gut. Waschbärknochen, aha. Fuchsknochen. Keine weiteren Upgrades verfügbar. Derzeit zumindest. Oder was? Ah ne, das ist schon das Maximale. Ah, okay. Also schon in Anführungszeichen. Da brauchen wir Fischgräten, ist okay. Kaninchenknochen. Also eigentlich das von der ganz normalen Natur und so. Was haben wir denn da? Aha. Okay. Also sind hier im Moment auch wenig Tiere, ne? Bin ich denn noch im Bereich der Tasse? Ich bin noch im Bereich der Tasse, aber ich sehe die Tasse an sich nicht. Ach, ist das... Ah, das ist hier, wo wir schon 30 Mal waren. Gefühlt. Oder? Oder irre ich mich da? Etwas. Nee, doch, das ist richtig. Das ist da, wo ich schon 30 Mal war. Aber noch sehe ich von diesen Tassen oder von der Tasse halt hier echt wenig. Hm. Ich versuche halt hier immer mit dem Fokus irgendwie was besser zu erkennen, dass es mir dann angezeigt wird. Ratte, zum Glück brauche ich keine Rattenhaut. Aber ich sehe halt wirklich nichts in der Richtung, ne? Na, bleibst du wohl hier. Bleibst du wohl hier. Geht doch. 15 Erfahrungspunkte haben wir nicht, ja. Aber wo soll denn jetzt hier besagtes Gefäß sein? Ich entferne mich schon wieder aus der Richtung, ne? Ich mache mir nochmal einen Wegpunkt, damit ich so grob weiß, wo es denn sein soll. Da ist halt ein Plünderer. Was ist das? Achso, ein Läufer. Der hat lila markiert. Seltsam. Oder halt, ja gut, weil so viele blaue Dinge aufeinander waren, dass deswegen vielleicht bläulicher war. Hm.
Ich habe keine Ahnung. Aber davon verdammt viel. Und geht der Wirkungsbereich dann noch auf der anderen Seite des Flusses? Jo. Was ist denn da? Alte Trümmer. Ja, und da ist sogar lila. Das heißt, ich gehe mal davon aus, das ist auch meine Kiste. Ist ja immerhin epischer Loot, ja. Oder extrem selten, oder keine Ahnung. Episch wäre es halt nach WoW-Rechnung. Okay. Altes Gefäß Bogen. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß scheint die Torlande zu zeigen. Sets von alten Gefäßen können im Meridian, ja gut, eingetauscht werden. Alles klar. Okay. Dann haben wir das. Dann begeben wir uns dahin. Zu einem der Vorratslager, zu dem wir hin mussten. Da muss man vielleicht auch nochmal tatsächlich mit dem Jäger reden. Von unseren Jagdaufträgen, die wir neulich noch gemacht haben. So. Haben wir noch mehr Tiere? Was ist das? Wächter. Wertvolle Ressource entdeckt. Guten Tag. Gut so. So. Aua! Mensch! Ihr Penner! Euch werde ich noch das Fürchten lehren, wenn ich irgendwann gut und stark bin und so. Da ist ein Vorratslager. Ein Kriegerpfad. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Das ist ja das, was wir holen müssten, um da den einen sterbenden Soldaten von seinen Schmerzen zu befreien. Na, komme ich von da drüben rüber. Okay. Wenn ich wüsste, wie ich hier hochkomme. Nicht schon wieder. Nee. Aber wie komme ich da hoch? Da, da sind gelbe Seile. Die habe ich vorher nicht gesehen. Sind für mich zu wenig gelb oder so. Ich weiß auch nicht. Okay. Hep. Oh. Hep. Yay. Geht doch. So. Metallscherben. Nur ein paar Scherben. Gut, dann laut Karte können wir nochmal dahin ins andere Vorratslager. Und erstmal Fallschaden kriegen. Warum? Weil Fallschaden einfach Fallschaden ist. Und Forster ist für alle da. Ne? Deshalb liegt sogar der Jäger hier auf dem Weg. Und jetzt hier natürlich auch nochmal reinbolzen, aber. Aber wo kann ich das machen? Ich hab Akku, ich hab Akku, ich lauf da mal weg. So. Weil angeblich habe ich hier noch einen Nebenquest-Punkt für. Ey, rede nochmal mit den Leuten hier. Angeblich. Ich wüsste nicht warum. Du willst es noch einmal probieren? Nein. Fragen. Jägerloge. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern. Das kennen wir eigentlich. Das hat er uns erzählt. Ich muss allmählich. Ich werde hier. So. Rede mit dem Hüter des Jagdgebiets. Bist du der Hüter des Jagdgebiets? Mit dem Hüter, ja.